Ich esse gerne Chipsbrei, ja. Wie ist Eberhard gestorben? Indem er einfach ausgebüxt ist. Diese Eigenart ist ihm leider einprogrammiert worden. Da kann ich nichts dran ändern. Wie ist Olora gestorben? Durch fucking Dummheit. Weil sie ihre Möse nicht einmal im Zaum halten kann und immer dem nächsten Penner in den Schwanz springen muss. Ja, tut mir leid, dass ich so ausfallend werde, aber bei sowas werde ich einfach zum Serra. Ich kriege eine SMS von Laura. Holst du uns auch um 3:30 ab? Wenn ja, klinge mich an, weil hab kein Internet. Nö. Nein. Irgendwann ist auch mal Schluss. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja. Alles bringt mich aus dem Konzept. Das ist nicht nett. Warum hat sie auf einmal andere Sachen an? Sie soll das anziehen. Moment. Moment, ich entdecke gerade. Ja, ich weiß auch nicht. Im Endeffekt bringt es... Es läuft fast aufs selbe hinaus, also es ist auch egal. So. Jetzt muss ich natürlich noch dieses Vieh töten. Und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mir die fucking Skillpunkte von Andimeus anzugucken, weil mich alles unterbricht. Menschliches Antlitz. So, was kann der Typ? Er ist ein Naturzauberer Stufe 24. Merik ist Stufe 14. Der ist also viel stärker als Merik. Ich müsste aber mein ganzes Geld aus dem Fenster schmeißen, nur um ihn anheuern zu können. Will ich das überhaupt? Andererseits könnte ich einen Naturmagier gebrauchen. Andererseits weiß ich auch ganz genau, dass noch andere Naturmagier kommen. Oder andere Magier generell. Die sich mir aus storytechnischen Gründen schon anschließen. Ja, das ist jetzt eine verzwickte Frage. Naja, ich weiß ja, wo Andimeus ist. Das heißt, wenn ich ihn unbedingt haben will, dann... Kann ich ihn mir holen? Nein. Ich will eigentlich nicht zurück in den Sumpf. Ah, ich weiß auch nicht. Nee, ich lasse es. Ihr werdet jetzt sagen, oh, weil du bist dumm, aber ich habe ja schon mal gesagt, ich will eigentlich nur Leute in meiner Gruppe haben, die sich nicht für Geld anschließen. Und davon gibt es noch einige. Aber wie kann der Stufe 24 sein, wenn mein eigentlicher Naturzauberer zu diesem Zeitpunkt erst Stufe 14 ist? Das geht mir nicht ganz in den Kopf rein. Ich finde das irgendwie unfair. Merik, du lernst zu langsam. Pupot. Sieht irgendwie ekelhaft aus. Ist auch nicht. Alle kriegen an Geschicklichkeit hinzu. Nein! Nein, lauft! Bringt euch in Sicherheit. Oh mein Gott! Irgendwie fehlt hier einer, oder? Ich habe das Gefühl, es fehlt einer. Wo ist Glörn? Ja, der fehlt auch. Wo ist er? Hat sich wahrscheinlich in irgendein Waschbär verliebt oder so. Wieso heißt dieser Gegnertyp hinterhältiger Troll? Die sind alle hinterhältig. Da braucht man kein zusätzliches Suffix für. Präfix. Keine Ahnung. Magifix. Was ist das hier? Was hat dieses Abflussrohr mitten im Sumpf verloren? Das ist irgendwie komisch. So, wie komme ich jetzt an dem Ding vorbei?
Ich möchte eigentlich nicht gegen dieses Ding kämpfen, weil ich diese Dinger scheiße finde. Leni, geh mal vor. Es war ja so klar, dass Ulora ihre Nymphomanie nicht unter Kontrolle hält. Das ist fast in die Hose gegangen, du Idiotin. So, diese Sumpfwesen sind wirklich nicht ohne, mit 1000 Energie. Ist hier noch jemand drin? Nee, da sind Sumpftrolle drin. Sollte ich in dieses Haus gehen? Sollte ich es lassen? Nö, wir gehen rein. Erfahrungspunkte. Lass Eberhard in Ruhe. Wo geht der hin? Ich raff es einfach nicht. Dieses Spiel folgt keinen Mustern. Es folgt dem Verruch verwesender Scheiße. Ihr glaubt, Scheiße kann nicht verwesen, dann geht man mal nach meiner Schwester aufs Klo. Was ist da oben? Ist da auch noch jemand? Holy fuck! Ich bin in ein verdammtes Hexendorf geraten. Gretel, Hänsel, ich hole euch raus! Sie sind völlig unfähig, auf sich alleine aufzupassen. Es ist traurig. Es ist wirklich ganz, ganz traurig. Auf die Hexen. Auf die Hexen. Auf die Hexen! So, dann auf das Sumpfwesen. Die sterben alle und ich habe keine Heiltränke für sie. Das ist sehr schade. Aber was soll ich machen? Ja, es sieht ganz aus, als wäre es das gewesen. Meine Heldengruppe, bestehend aus Arschlöchern, stirbt. Weil sie nichts weiter in ihrem Leben erreichen werden, als an verwesender Scheiße zu schnüffeln. Jo, Eberhard ist auch dran. Mich kümmert das mittlerweile gar nicht mehr. Ich find's einfach nur noch lustig. Lustig und bestürzend zugleich. Leni hat auch keinen Halt dran mehr. Eberhard ist tot. Merik lebt wieder, das ist meine einzige Hoffnung. Heil sie! Heil sie einfach nur! Ich will auch gar nicht mehr nachzählen, wie viele Todesfälle es in diesem Sumpf jetzt schon gab. Ich hoffe einfach nur... Ihr sollt den Scheiß von Eberhard nicht nehmen. Ich hoffe einfach nur, dass, wenn ich hier raus bin, ich für die Sachen, die ich hier gefunden habe, ein ordentliches Sümmchen auf den Tisch geschmissen bekomme. Und bessere Sachen kaufen kann. Denn ansonsten kriegen wir im nächsten Gebiet große Probleme. Tötet doch mal diese verfickten Hexen. Mit ihren Furunkelärschen. Merik, ich scherze nicht.
Was sind das für Ab... Das... Dieser Sumpf braucht einen Klempner. Mario, Luigi, wo seid ihr, wenn man euch braucht? So, Eberhard. Da liegst du, Eberhard. So. Ha. Ich glaube, ich nehme diesmal ein bisschen länger auf als die übliche eine Stunde, weil ich diesen Sumpf doch schon gerne hinter mich bringen würde und das in dieser Aufnahmesession schaffen könnte. Ich rieche auf jeden Fall den Braten. Was haben wir denn hier noch drin? Ist da überhaupt irgendwas drin? Jo, eine Truhe. Ich finde, es lohnt sich überall reinzugehen, wenn man Geld wittert. Und diese Aussage kurz nachdem ich gesagt habe, dass die Thalia-Leute nicht darauf bedacht sind, möglichst viel Geld abzustauben. Nein. Tränke? Oh mein Gott! Ist das wahr? Oh mein Gott, sogar eine automatische Speicherung. Wärmer. Nein! Mach die Tür auf. Gott, was... Gott, ich traue ihr nicht. Oh, seht die Gecken auf meiner Veranda. Sind sie nicht fein in ihrer epischen Tracht? Die Nase in die Luft, kein Blick für uns. Doch Werner weiß, wie sie ihre Aufmerksamkeit gewinnt. Heilende Salben hier zum Verkauf. Frisch vom Kessel ist mein Trank. Gebt mir Gold und habe Dank. Ich finde das nicht gut, denn das bedeutet doch im Grunde, dass diese Sümpfe noch etwas länger andauern, wenn ich hier schon noch Tränke kaufen kann. Ich möchte verkaufen, danke. Ich möchte auch den verkaufen. Ah, du hast jede Menge zu verkaufen. Das kannst du verkaufen, das kannst du verkaufen. Dusch, 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 dusch. Das Ding ist nicht schlecht. Meriks Inventar ist voll. Ja, gib das mal bitte dem Magier. Alles Zeug, was ich nicht brauche. Warum habe ich das überhaupt? Damit ich es verkaufen kann. Ja, gute Antwort. So, schon viel ordentlicher. Was verkauft die Gute denn? Sie verkauft natürlich Rüstungen. Rüstungen, die gar nicht schlecht sind. Die aber vor allem eines sind, und zwar unverschämt teuer. Geht es nicht etwas günstiger? Geht... Oh ja, rostiger Kettenpanzer. Ja, es geht günstiger. Krass, was man hier mittlerweile verkauft. Das ist doch vielleicht was für den Zwerg. Sein Inventar ist auch voll. So, diesen Helm, den... Ja, den kannst du mal nehmen, warum nicht? Fügt Rüstungswert 15 hinzu. Ich verliere natürlich Leben, aber ich bekomme endlich Rüstungswert hinzu. Dann kann den Gyon nehmen, oder? Gyon kann dieses Schild gut nehmen. Nein! Nein!